Was bisher geschah? Leute, die Birria-Tacos sind so krass. Let's go. Chicken Krispies, Corn Dog und Tok Sticks. Ah, na. Nun geht's weiter mit dem zweiten Teil aus Wien. Viel Spaß. Servus, hallo und willkommen zu Tag 3. Heute werden wir eine kleine Schnitzeltour mit einbauen. Wir stehen direkt vor dem Fiegelmüller, den es seit 1905 gibt. Das ist der berühmteste Schnitzelladen aus Wien. Und probieren den Laden mal aus und jetzt gehen wir mal rein. So, es ist angerichtet, einmal das Kalbschnitzel und für dich das Schwein. Ja. Wir machen jetzt auf einmal diesen Crust-Test. Gehen wir rein, ihr habt es gehört. So, ich werde jetzt auch kein richtiges Resümee machen, sondern da wir jetzt mehrere Läden ausprobieren, werde ich ein Ranking machen. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Lerschnitzel bestellt, einmal Schwein, einmal Kalb. Das Kalb, nicht mal. Das Schwein war auf jeden Fall saftiger und geschmacklich besser wie das vom Kalb. Und jetzt gehen wir zum nächsten Spot. Genau. Was das? Was? Was das? Ja. Okay. So, beim nächsten Spot angekommen, hinter mir, Meißel und Schaden, ist unser zweiter Spot. Und da gehen wir jetzt rein und das soll es richtig gute Schnitzel geben. Und die probieren es natürlich aus. Let's go. Küche. Wie eine Schnitzel. Das Schnitzel kann man eben auch wahlweise in Butterschmalz, Schweineschmalz oder Pflanzenöl backen lassen. Gibt es auch andere Speisen. Brunch-Test. Hört sich gut an. Kartoffelsalat. Apfelstuhl schaut auch richtig gut aus. Ja, der riecht unglaublich gut. So, das war jetzt Meißel und Schaden. War richtig gut. Das Schnitzel konnte man eben auswählen, ob man es als Schweineschmalz, Butterschmalz oder Pflanzenöl gebraten haben möchte. Ich habe mich für Schweineschmalz entschieden. Und es war ultra lecker. Ultra lecker. Zeige ich euch. Das Ranking, es kommt zum Schluss. Und jetzt schauen wir uns die Hofburg an und hoffentlich kriegen wir noch Tickets. Genau. So, am dritten und letzten Spot angekommen, Flachutas Gasthaus zur Oper. Hier gibt es ebenfalls richtig gute Schnitzel und wir gehen rein und probieren die mal aus. Diverse Vorspeisen, Suppen, natürlich das Original Wiener Schnitzel. Hausmannskost haben wir auf jeden Fall wienerisch essen.
und eine riesen Weinauswahl haben die. Das ist natürlich das Getränk, das schmeckt hier in Wien oder Österreich einfach anders wie bei uns daheim. So, es ist gekommen. Natürlich Panadetest. Crispy. Unser letzter Spot. Ich kann aber nicht mehr. Drei Schnitzel heute. Ich bin am Arsch. Auf jeden Fall sehr lecker, sehr saftig. Die Panade war ultra crispy. Ehrlich, bei den drei Läden könnt ihr auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Sind alle drei richtig, richtig gut. Mein Ranking, der dritte Platz geht an Fiegelmüller. Weil der Schnitzel schon saftig war, aber nicht so saftig wie die letzten zwei Spots jetzt. Mhm. Da war das Schweineschnitzel bei denen auf jeden Fall besser wie das vom Kalb. Mhm. So, der zweite Platz geht hierher, an das Plachutas. Es war sehr saftig, geschmackvoll, aber was dann noch mehr Geschmack hat, ist Platz 1 geht an Meißel und Schaden. Es war richtig gut, saftig, Panade war kross, aber im Großen und Ganzen könnt ihr auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Müsst auf jeden Fall reservieren, da wo ihr einen Platz bekommt. Da geht's hin. Da geht's hin. So ist es. So ist es. So ist es. Und das war's von Tag 3. Morgen geht's weiter. Und bis dahin. Peace. Nächsten Tag. So, morgen. Willkommen zum vierten und letzten Tag. Fair-Döner darf natürlich nicht fehlen auf der Karte. Und wie ihr sehen könnt, ist jetzt schon eine Schlange da. Es ist gerade mal 11:30 und wir probieren den aus. Geh mal. Oh. Fairer Döner. Bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine gute halbe Stunde gewartet und es ist gerade noch in der Früh oder mittags. Oh mein Gott. Mmh. Mmh. Krass. Krass, ich bin sprachlos. Das Fleisch hat auch so eine Kruste drauf. Wird seinem Namen gerecht auf jeden Fall. Bester Döner Europas. Krank. So, das war Fairer Döner. Der war so gut, ich musste mir auf jeden Fall noch einen zweiten zum Mitnehmen nehmen. Das Fleisch ist 100% Rindfleisch. Das wird auf offener Flamme gegrillt. Die haben auch eine hauseigene Bäckerei. Da wird das Brot jede Stunde oder jede halbe Stunde frisch zubereitet und gebacken. So einen Döner habe ich wirklich noch nie gegessen. Das Gemüse, das war so frisch und ich gebe den auf jeden Fall eine 10 von 10. Es ist wirklich der beste Döner, den ich je gegessen habe. Wird seinem Namen auf jeden Fall gerecht als besten Döner Europas. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Das war's. Danke fürs Einschalten. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Peace.